Ein saustarker DAX präsentiert sich und zeigt damit, dass diese Möglichkeit der Short-Seite, die ich hier mal eingezeichnet hatte, offensichtlich gar nicht wahrgenommen wird. Ich hatte gestern darüber gesprochen, was passiert, wenn wir über diesen Trendkanal gehen. Wenn wir aus dieser Box rausgehen, dann ist das Short-Bild zumindest mal deutlicher beschädigt. Es ist nicht gänzlich unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit für steigende Märkte ist damit eigentlich ganz gut. Was es aber braucht als Bestätigung, das gucken wir mal hier im 15-Minuten-Chart an, das wäre, dass wir, nachdem wir hier vorne schon mal eine Pause irgendwie hatten, wieder einen Anstieg, dass wir wieder eine Pause kriegen und dann nochmal nach oben. Also Pause ist angesagt. Irgendwann. Das ist nicht notwendigerweise jetzt sofort. Es deutet sich so ein bisschen an, weil ihr seht hier hinten, der Kurs, er fällt ein bisschen runter. Kein Drama. Wenn das irgendwie in dieser Größenordnung hier stattfindet, wäre das völlig in Ordnung. Und wenn es dann nochmal nach oben geht, wäre das eigentlich perfekt, denn dann hätten wir wieder unser klassisches fünffälliges Verlaufsmuster. Und dann wären die Bullen auch auf einer größeren Ebene nach der nächsten Korrektur, nach so einer ABC-Geschichte, eigentlich in bester Lage und Position, dann nochmal auf die Long-Seite wieder mit aufzuspringen. Also vorläufig alles ganz gut. Was würde denn diese positive Aussicht kaputt machen? Jedwede starke Abwärtsbewegung und jetzt ganz wichtig, gefolgt von einer schwachen Aufwärtsbewegung, ABC nach oben. Je länger der Teil ist, das muss noch nicht mal hier unten triggern, dieser Marke hier. Aber wenn wir hier sowas bekommen, sodass man sagen kann, ah Gott, damit kommen wir hier wieder in den Bereich rein. Warum? Naja, das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal, dann wäre ja dieses Tief hier drunter, damit wäre aufwärts überlappend, damit wäre aufwärts korrektiv und endgültig eigentlich die Abwärtsrichtung die wahrscheinlichere. Im Moment würde ich das nicht als vorrangig sehen, aber ihr seht, das wird jetzt damit zusammenhängen, ob wir hier irgendwas in der Richtung kriegen, Trigger nochmal nach oben für den letzten Run, in diesem Fünffäller zumindest mal, oder ob der Markt jetzt hier eben sagt, nee, nee, wir ziehen das Ding jetzt weiter durch. Und dann wäre jedes Wackeln nach oben eigentlich eine perfekte Einladung nochmal für die Short-Seite. So ähnlich wie das hier ja teilweise auch war, wenn es dann wackelig ist, nochmal eine Einladung für die Short-Seite. Das wäre sehr, sehr typisch zumindest mal. Wie ist das in Einklang mit den Amerikanern zu bringen? Gucken wir mal hier ein bisschen kürzerfristig. Dann sehen wir, dass wir beim Dow eigentlich nichts Neues haben. Wir hatten schon darüber gesprochen. Da sind wir ja schon in der fünften Bewegung, also sprich vierte jetzt hier. Da sind wir noch ein bisschen offen, ob das die 1, 2, 3, 4, 5 ist oder ob das die 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nämlich ebenfalls noch sehr gut denkbar, dass das eine 1, 2, eine interne 1, 2, 3, 4, 5, 4 und 5 ist. Das wäre wiederum nicht ganz so toll, weil es hier überschneidend ist, aber erstmal haben wir einen Fünfweller und wir sind auf der Aufwärtsrichtung. Wir müssen so langsam aber sicher damit rechnen, ich hatte es gestern eingezeichnet, irgendwo hier oberhalb dieser Marke, wo genau, kann ich euch auch nicht sagen, aber es ist eben sehr, sehr typisch, vielleicht erinnert ihr euch, da irgendwo müsste der Kurs ganz gerne rein für diese fünfte Welle. Und dann wird sich zeigen, ob wir vielleicht auch nur wackelig wieder runterkommen, dann aber eine Nummer größer, also nicht in der gleichen Größe wackeln, sondern quasi nach dieser Geschichte dann eine größer, A, B, C, das würde dann wieder die Longseite mit sich bringen. Wie sieht es im Nahkampfchart aus? Hier auf 5-Minuten-Basis sehen wir, tendenziell ist es noch die Aufwärtsrichtung, die vorherrscht, das sieht man hier relativ deutlich. Wir sehen, dass wir aktuell abwärts unterwegs sind, zugegeben sehr wenig einheitlich, also nicht verwechseln, so eine Bewegung und so eine. Das, was wir hier haben, ist doch ganz schön korrektiv. Also wenn ich das mir so angucke, würde ich sagen, vorrangig bleibt es nochmal bei der Aufwärtsrichtung. Für einen Trade mag ich das aber lieber, wenn es so aussieht, dass wir dann hier sowas in der Richtung haben, dann immer das so als Trigger und irgendwie eine Fortsetzung in die Richtung. Das ist jetzt hier sehr steil wackelnd. Vielleicht ein Indiz dafür. Je steiler das Wackeln ist, je weniger ausgeprägt das so aussieht, desto eher ist es vielleicht das Ende der Aufwärtsbewegung, also sprich die Box, die wir hier schon eingezeichnet haben, eventuell da schon erreicht. Oder ja, die Box ist erreicht, aber vielleicht damit auch das Ende jetzt dann einigermaßen nahe. Wir sehen, dass der S&P 500 da ganz anders drauf ist. Der ist nämlich zwar auch hier gestiegen, wir sehen das hier im 5-Minuten-Chart, da das Bild einigermaßen ähnlich. Allerdings, das ist im Moment, wenn auch eine scharfe, aber eine ABC-Bewegung. Manch einer wird vielleicht hier versuchen, nochmal long zu gehen, aber wie gesagt, ist ein Fortsetzungstrade. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn ich ehrlich bin, ich fände es toller, wenn er nach unten ein bisschen käme.
Die Idee dazu, ich hatte sie angedeutet schon mal, vielleicht eine 1, 2 und dann hier eine 3, 4 und nochmal eine Fortsetzung. Ihr seht also immer auch diese mal deutlicheren, mal weniger deutlichen Korrekturbewegungen, die dann für eine Fortsetzung eben nochmal sprechen. Aber wir hätten hier durchaus etwas, was ich schon als so halbwegs fünffällig hier akzeptieren würde. Hier sogar noch mit ein bisschen intern hier, zack, zack, zack. Ja, da kann man sich ein bisschen drüber streiten, welche Bewegung jetzt wie zusammenhängt. Aber ich sage mal, insgesamt sehr starke Dynamik. Es wäre eigentlich schön, wenn wir jetzt hier so eine ABC bekämen. Und dann hätten wir die Chance, dass wir das nochmal ein bisschen fortsetzen. Also vielleicht den Rücksetzer abwarten für mehrere Stunden oder eben aktiv sogar handeln. Nämlich, wenn diese Bewegung sich fortsetzt und wackelig nach oben geht, ja, dann ja sowieso die Fortsetzung nach unten nochmal. Also, wir sehen, der Markt sieht nicht so deutlich nach oben aus. Kann das denn sein? Ja, denn wir wissen, dass es Unterschiede gibt im Moment zwischen Nasdaq und Dow Jones. Und der S&P ist so eine Zwischenfunktion davon, weil die Hightech-Titel dort eine sehr große, gewichtige Rolle spielen. Deshalb muss man das vielleicht so als Twitter zwischen beiden Welten sich nochmal angucken. Der Nasdaq Future hier in dem Fall, jetzt irgendwie was in der Aufwärtsbewegung, aber ihr seht schon die Aufwärtsbewegung auch wieder mit Korrektur. Also ich sage mal, egal was das hier hinten wird, es sieht danach aus, als ob das eine Gegenmaßnahme gegen die Geschichte ist, wir also am Ende dieser Geschichte nochmal mit der Abwärtsrichtung rechnen müssen. Idee wäre dazu, vielleicht auf einer kleinen Ebene auch hier zu gucken. Aha, seht ihr mal. Auf dieser Idee hier zu gucken, ob wir korrektiv hier nach oben kommen, um dann eben wieder neue Short Entries zu machen. Wir hatten gestern ein bisschen schon drüber gesprochen, die scharfe abwärts, die wackelige aufwärts, sehr hoch allerdings. Dann ist das kein so schöner Trigger. Es war der Logik entsprechend gut, aber mir ist der Abstand gemessen an der 1:1 Projektion, also sprich, wo das Ziel ist, gefällt mir nicht gut. Das heißt, wenn ich an der Stelle jetzt hier einen Short eröffne, habe ich ja nur noch diese Gewinnerwartung, was das Mindestziel, die 1:1 Projektion angeht. Hier ist es die Verlustseite relativ groß noch möglich. Das ist keine so gute Relation. Schaut euch mal dagegen meine Idee an, die ich ja vorhin mal rausgegeben habe, als sogenannten Trade des Tages, beziehungsweise versendet habe hier auf eure Smartphones zum Thema Apple. Dort haben wir eine umgekehrte Situation, dass wir auf der Gewinnseite viel, viel mehr Chance haben, als wir auf der Risikoseite eben sind. Ihr seht also, die Abwärtsseite ist nicht ganz vom Tisch aktuell, wenn wir uns das angucken, insbesondere bei den Tech-Titeln hier. Der Blue-Chip-Bereich Dow und DAX, die sind dann noch eher vorteilhaft, aber auch die, wie wir ja gesehen haben, haben eine Chance, zumindest mal für die nächsten Stunden ein bisschen sich zu erholen, sprich nochmal ein bisschen runterzukommen, und damit sind die Märkte dann doch in irgendeiner Form wieder synchronisiert. Das heißt, machen das Gleiche, auch wenn das in einem etwas anderen Rhythmus ist. Hier in der starken Abwärtsbewegung und einer verhältnismäßig schwachen Aufwärtsbewegung und hier in einer verhältnismäßig schwachen Abwärtsbewegung und starken Aufwärtsbewegung, was das größere Bild angeht und das kleine wie eben gezeichnet. So, soweit das Update am Nachmittag. Euch alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg an den Märkten.